Test, Test, Test. Ja, okay. Gut, dann machen wir weiter mit der Vorlesung. Und heute ist unser Thema T-Tests. Und bevor wir jetzt mit den T-Tests anfangen, will ich zunächst nochmal kurz einen Überblick geben. Also um das Thema so nochmal in den Verlauf der Vorlesung, in den Semesterplan einzuordnen. Wir haben also hier den Vorlesungsablauf. Und ich habe hier auch schon diese Anpassung vorgenommen, also dass wir letzte Woche keine Vorlesung hatten und dafür heute zwei Sitzungen machen. Und jetzt sehen Sie also hier, dass das der Abschnitt Anwendung ist. Ja? Also wir haben uns zunächst mit Grundlagen, mathematischen Grundlagen beschäftigt. Dann hatten wir so einen Theorieteil, in dem wir das allgemeine lineare Modell allgemein behandelt haben. Und jetzt sind wir in der Anwendung. Anwendung bedeutet, dass wir das allgemeine lineare Modell jetzt benutzen, um bestimmte statistische Testverfahren, die häufig vorkommen, zu definieren, zu erforschen, die Parameterschätze herzuleiten und nutzbar zu machen für Hypothesentests. Okay, und es hilft dabei, wenn, also jetzt als zur Vorbereitung auf diesen Anwendungsteil, wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, was alles so mit allgemein linearen Modellen möglich ist hinsichtlich der Varianzdekomposition der in einem Datenvektor enthaltenen Varianz. Und das kann man tun, indem man sich so eine Art Kontinuum von ALM-Designs vorstellt, an deren zwei Enden man quasi zwei Extremfälle hat. In dem ersten Extremfall würde man annehmen, dass die Erwartungswerte aller Datenvariablen identisch sind. Das tut man dadurch, dass man die Designmatrix als den 1-Vektor festlegt. Ja, das ist das Modell der unabhängig und identisch normal verteilten Zufallsvariablen und das werden wir heute auch behandeln. Ich schreibe es hier als Beispiel nochmal an. Also stellen wir uns vor, wir haben drei Datenpunkte, dann würde dieses Modell also so aussehen, y1, y2, y3 ist gleich. Designmatrix ist der 1-Vektor, 1, 1, 1 mal Beta-Parameter-Vektor enthält genauso viele Einträge, wie die Designmatrix Spalten hat, nämlich 1, der wird hier μ genannt, plus Fehlertest. So, wir wissen bereits, dass wir mit diesem Parameter μ hier den Erwartungswert, den gemeinsamen Erwartungswert dieser Datenvariablen schätzen. Und alle Datenvariabilität, die darüber hinausgeht, wird dann dem Fehlerterm zugeschrieben. Ja? Und wir wissen auch bereits, dass sich die Parameterschätze hier ergeben als einmal das Stichprobenmittel für Beta-Dach, weil wir ausschließlich den Mittelwert der Daten modellieren, und als Stichprobenvarianz für Sigma-Quadrat-Dach. Das ist also dann sozusagen ein Maß für die Datenvariabilität. So, dann kann man sich das zweite Extremszenario vorstellen, das sozusagen am anderen Ende dieses Kontinuums ist. Und in diesem Szenario werden die Erwartungswerte aller Datenvariablen als paarweise verschieden angenommen. Das tut man, indem man hier die Designmatrix als als Einheitsmatrix festlegt. Und dann hat man folgendes Modell. Ich schreibe das hier auch nochmal an, für den Fall, dass wir drei Beobachtungen haben. Dann wäre die Designmatrix, also die dreidimensionale Einheitsmatrix, die sieht so aus. Und der Beta-Parameter-Vektor hätte dann genauso viele Einträge, wie wir Datenpunkte haben, nämlich drei Stück. Die werden hier μ1, μ2 und μ3 genannt, plus Fehlerterme ε1, 2 und 3. So, wie Sie sehen, wird hier jedem der Datenpunkte quasi eine Spalte in der Designmatrix zugeordnet, die genau dann 1 ist, wenn wir diesen Datenpunkt sehen, und ansonsten 0. Das führt dazu, dass die Einträge des Beta-Parameter-Vektors letztendlich die Mittelwerte der Datenpunkte modellieren. Da aber in jeder Kategorie nur ein Datenpunkt ist, berechnen wir den Mittelwert aus einem einzigen Datenpunkt und das ist der Datenpunkt selbst. Das führt dann also dazu, dass sich der Beta-Parameterschätzer als
y die Daten ergibt und dass die Varianz 0 wird, weil wir hier jegliche Datenvariabilität dem Erwartungswertparameter zuschreiben und keine Abweichung mehr von der Modellvorhersage möglich ist, die wir dann mit Hilfe der Residuen auffangen können. Ja? Sie sehen also, dass wir hier mit diesem Modell überhaupt gar keine Modellierung im gewissen Sinne vornehmen, weil wir die Komplexität der in den Daten enthaltenen Varianz nicht reduzieren auf weniger Variablen, als wir Datenpunkte haben. Das heißt also, diese beiden Modelle sind wissenschaftlich wenig ergiebig, weil alles, was man mit dem ersten Modell machen kann, ist den Mittelwert zu modellieren. Und alles, was man mit dem zweiten Modell macht, ist die Daten zu replizieren, ohne irgendeine Art von Komplexitätsreduktion vorzunehmen. Das bedeutet, dass die Modelle, die wir jetzt im weiteren Verlauf der Vorlesung kennenlernen werden, dass sie sich irgendwo zwischen diesen beiden Modellen bewegen. Ja? Das heißt, heute haben wir zum Beispiel den Zwei-Stichproben-T-Test. Der hat dann hier zwei Kategorien, zwei Regressoren für zwei Kategorien oder Gruppen von Datenpunkten. Und wir werden also sehen, dass diese Modelle immer in irgendeiner Weise eine systematische Abhängigkeit zwischen den unabhängigen und den abhängigen Variablen postulieren und dann schätzen. Eine Ausnahme ist hier dieses Modell, was Extremszenario 1 ist, weil das liegt tatsächlich dem Einstichproben-T-Test zugrunde. Ja, der Einstichproben-T-Test stellt die Frage, ob der Erwartungswert einer Menge von Datenpunkten von 0 verschieden ist. Und dafür werden wir dieses Modell benutzen. Ansonsten werden wir uns aber im Folgenden zwischen diesen beiden Extremfällen bewegen. Okay, man kann diese ALM-Designs, die wir behandeln werden, einteilen in faktorielle ALM-Designs, parametrische ALM-Designs und gemischte ALM-Designs. In faktoriellen ALM-Designs ist es so, dass die Designmatrizen aus Einsen und Nullen bestehen. Wir werden das heute insbesondere beim Zwei-Stichproben-T-Test sehen. Und die Beta-Parameter repräsentieren dann die Erwartungswerte der Gruppen, die durch diese 1-0-Regressoren beschrieben sind, sodass sich die Beta-Parameterschätzer als Stichprobenmitte der Gruppen ergeben. In diese Kategorie fallen der Ein-Stichproben- und Zwei-Stichproben-T-Test, die einfaktorielle Varianzanalyse, zweifaktorielle Varianzanalyse und mehrfaktorielle Varianzanalyse. Dann gibt es parametrische ALM-Designs und bei denen besitzen die Designmatrizen Spalten, die nicht Einsen und Nullen enthalten, also nur Indikatorregressoren sind, sondern kontinuierliche reelle Zahlen beinhalten. Das sind dann in der Regel kontinuierliche Variablen, von denen wir annehmen, dass sie einen Effekt auf die gemessenen Daten haben. Und diese Variablen werden Regressoren, Prädiktoren oder Kovariablen genannt. Ich persönlich werde vermutlich in den meisten Fällen von Regressoren sprechen. Ja? Also Regressoren sind nichts anderes als Spalten der Designmatrix und insbesondere meint man damit meist Spalten mit kontinuierlichen Variablen. So, das hat zur Folge, dass die Beta-Parameter dann Steigungsparameter der Effekte von der Variable auf den Datenvektor repräsentieren und dass sich die Beta-Parameterschätzer als normalisierte Kovarianzen eines solchen Regressors und des Datenvektors ergeben. Das werden Sie insbesondere in Einheit 13, multiple Regression, sehen. Bei parametrischen ALM-Designs besteht ein enger Bezug zur Theorie der Korrelation. Wir haben ja bereits gesehen, dass der Korrelationsbegriff auch dazu benutzt wird, den generellen Zusammenhang zwischen zwei kontinuierlichen Variablen zu quantifizieren, mit einer Zahl zwischen minus 1 und plus 1. Und wie parametrische ALM-Designs und Korrelationen zusammenhängen, werden Sie dann in den Einheiten 12 und 13 sehen. In diese Kategorie fallen vor allem einfache und multiple lineare Regressionen. So, dann gibt es faktoriell parametrische ALM-Designs und wie man schon dem Namen nach vermuten kann, enthalten die dann sowohl einerseits faktorielle Variablen, die durch Regressoren aus Einsen und Nullen modelliert sind und parametrische Variablen, die durch kontinuierliche Werte repräsentiert sind. Die parametrischen Regressoren werden dabei oft als kontrollierte Kovarianten betrachtet. Ja, also man interessiert sich beispielsweise für einen Unterschied zwischen zwei Gruppen,
während man noch eine zusätzliche Störvariable mit ins Modell einbezieht. Es könnte zum Beispiel sein, dass man sich für den Unterschied der Therapiewirksamkeit bei zwei verschiedenen Therapieformen interessiert und gleichzeitig aber noch das Alter der Patienten kontrolliert, um auszuschließen, dass die Effekte, die man beobachtet, allein schon durch Alter oder Stärke der Depressionssymptomatik oder Länge der Therapiedauer erklärt werden. Gut, also in diese Kategorie fällt das Modell der Kovarianzanalyse, das ist die letzte Einheit dieser Vorlesung, und mit Einschränkungen auch partielle Korrelation. Ich sage mit Einschränkungen, weil Sie dann bei der partiellen Korrelation Einheit 12 sehen werden, dass so wie die partielle Korrelation hier verstanden wird, das nicht modellbasiert eingeführt wird auf Grundlage des ALMs, sondern wahrscheinlichkeitstheoretisch, so wie Sie auch den Begriff der Korrelation kennengelernt haben. Okay, ALM-Designs werden üblicherweise als Verfahren zum Testen von Nullhypothesen verstanden. Ja? Und man kann dabei verschiedene Arten von Hypothesen unterscheiden. Es gibt einmal Unterschiedshypothesen, das heißt, unterscheiden sich die Erwartungswerte zweier oder mehrerer Gruppen voneinander. Das spielt insbesondere bei den T-Tests, bei der Varianzanalyse, bei der Kovarianzanalyse eine Rolle. Und es gibt Zusammenhangshypothesen, das heißt Hypothesen darüber, dass eine Variable einen linearen Einfluss auf eine andere Variable hat, beispielsweise. Das testen wir mithilfe der Modelle der einfachen und der multiplen linearen Regression. So, jetzt ist hier so ein Stern dran und da steht, diese Sichtweise wird durch Professor Ostwald nicht favorisiert. Also das haben Sie vielleicht auch schon im Wintersemester gemerkt, dass Professor Ostwald nicht so ein Fan von Hypothesentests ist. Ich habe das jetzt hier einfach stehen gelassen. Was kann man dazu sagen? Also grundsätzlich ist es so, dass lineare Modelle in der Psychologie zum Hypothesentesten benutzt werden. Ja, das ist das dominante Paradigma, was Sie auch kennenlernen werden. Lineares Modell, Hypothesentest. Und das ist aber in Ordnung, nur hat sich halt dieses Hypothesentesten über die Zeit hinweg zu so einer Art Ritual entwickelt, ja, indem man alles daran setzt, nur noch zu versuchen, dass endlich p kleiner 0,05 ist, sodass man dann von signifikanten Effekten sprechen kann. Und deshalb wird dieses Vorgehen auch manchmal als Nullritual bezeichnet. Also das kommt von Nullhypothesentesten. Und das ist natürlich schade, wenn diese wissenschaftliche Methode zu so einem Ritual wird, weil dann gerät so ein bisschen aus dem Blick, was man ja eigentlich mit probabilistischen und statistischen Modellen machen möchte. Also was man eigentlich tun will, ist Parameter schätzen, Konfidenzintervalle aufstellen, eine Einsicht zu bekommen in den tatsächlichen datengenerierenden Prozess. Ja? Also was sind die Variablen in der Welt, die unsere Beobachtungen erzeugen und wie hängen die zusammen? Und wie kann man vielleicht auch mal die Größe von geschätzten Parametern interpretieren? Und aus dem Grund sollten Sie also im Hinterkopf behalten, Sie können Hypothesentests durchführen, Sie sollten aber ab und zu auch mal Ihre Parameterschätze angucken und dann sich überlegen, was das bedeutet, dass die Parameterschätze die und die Werte haben. Okay, gibt es Fragen bis hierher? Gut, dann sind wir jetzt bei den T-Tests angekommen. Und hier auch nochmal eine Vorbemerkung, bevor wir mit dem Einstichproben-T-Test einsteigen. Es gibt sehr viele Varianten der T-Tests und die haben alle jeweils ihre eigenständigen Charakteristika, das heißt Testgütefunktionen, Powerfunktionen und so weiter. Wir betrachten hier solche T-Tests, die sich als Spezialfälle des allgemeinen linearen Modells darstellen lassen. Das erfordert zum Beispiel, dass sich das Modell mithilfe einer Designmatrix beschreiben lässt und dass wir eine identische Varianz über alle Datenpunkte haben. Wir behandeln jetzt im Detail Einstichproben-T-Tests mit einfacher Nullhypothese und ungerichteter, zusammengesetzter Alternativhypothese. Wir werden gleich dazu kommen, was einfache und zusammengesetzte Hypothese bedeutet.
Und wir behandeln zwei Stichproben-T-Tests mit einfacher Nullhypothese und ungerichteter zusammengesetzter Alternativhypothese unter Annahme identischer Varianzen für die beiden Gruppen. Was wir nicht behandeln, sind T-Tests mit gerichteten Hypothesen oder T-Tests, bei denen sowohl die Null- als auch die Alternativhypothese einfache Hypothesen sind. Wie gesagt, wir klären gleich diesen Begriff. Was wir auch nicht behandeln, sind Zwei-Stichproben-T-Tests bei Annahme verschiedener Varianzen für die beiden Gruppen. Das ist in der Statistik als Behrens-Fischer-Problem bekannt und das Problem kann man lösen, aber dann kann man nicht mehr das allgemeine lineare Modell benutzen, weil das allgemeine lineare Modell, so wie wir es definiert haben, voraussetzt, dass alle Datenpunkte die gleiche Varianz haben. Gut. Wir haben jetzt zwei recht lange Abschnitte zu Einstichproben und Zwei-Stichproben-T-Tests und die sind jeweils nochmal untergliedert und diese Gliederung ist für beide Abschnitte gleich. Das heißt, wir haben zunächst mal, werden wir uns anschauen, was ist das Anwendungsszenario des jeweiligen statistischen Tests. Dann werden wir auf Grundlage der allgemeinen Theorie, die wir jetzt kennen, Modellformulierung und Modellschätzung betrachten. Und dann haben wir jeweils einen längeren Abschnitt zur Modellevaluation, in der wir die ganzen Details durchgehen. Was ist die Teststatistik? Was ist die Testgütefunktion? Wie wird der P-Wert bestimmt? Wie analysiert man die Powerfunktion? Und so weiter. Gut. Dann kommen wir jetzt zum Anwendungsszenario. Und das Anwendungsszenario des Einstichproben-T-Tests ist dadurch gekennzeichnet, dass man zwei Gruppen eine Gruppe randomisierter experimenteller Einheiten vorliegen. Das heißt also, man hat eine Variable von einer Gruppe von Probanden gemessen oder einer Gruppe von experimentellen Einheiten. Das können ja auch andere Dinge sein als Probanden, zum Beispiel Trials, wenn man jetzt einen Einstichproben-T-Test innerhalb eines Probanden durchführen möchte. Und man nimmt an, dass die so gemessenen Datenpunkte unabhängig und identisch normal verteilte Zufallsvariablen sind mit dem Erwartungswertparameter μ und dem Varianzparameter Sigma Quadrat, wobei diese beiden Parameter μ und Sigma Quadrat unbekannt sind. Wir gehen weiterhin davon aus, dass wir in der Regel mit dem Einstichproben-T-Test daran interessiert sind, den wahren, aber unbekannten Parameter μ im Vergleich mit einem Nullparameter μ0, den wir selbst festlegen, inferenziell zu vergleichen. So, für dieses Szenario gibt es dann verschiedene Beispiele. Hier ist zunächst mal wieder unser wohlbekanntes Beispiel aus der Psychotherapieforschung. Das heißt, wir haben eine Gruppe von Patienten, die wir auf eine bestimmte Weise behandeln. Wir messen den BDI vor und nach der Psychotherapie, berechnen dann die Differenz und wenn der Erwartungswert dieser Differenz verschieden ist von μ0 gleich 0, dann würden wir eben davon ausgehen, dass hier eine Evidenz für eine Veränderung der Depressionssymptomatik vorliegt. Idealerweise natürlich eine Verbesserung der Depressionssymptomatik, weil dann könnten wir darauf schließen, dass die Psychotherapie eine tatsächliche Wirkung hat. Okay, alternativ kann man sich auch vorstellen, dass wir hier psychologische Experimente mit der Wechsler Adult Intelligence Scale oder WIAS machen. Das ist eine Art von Intelligenztest und Werte, die man mithilfe dieser Skala erhebt, sind dann sozusagen um 100 rum verteilt, wie es für IQ-Werte typisch ist. Das heißt, wenn wir da uns eine bestimmte Stichprobe anschauen finden, dass der Erwartungswert verschieden ist von μ0 gleich 100, wäre das also Evidenz für eine entweder über- oder unterdurchschnittliche Leistung im WIAS-Test in der konkreten Stichprobe, die wir untersucht haben. So, das dritte Beispiel ist hier aus der funktionellen Magnetresonanztomographie, FMRT. Da ist es typischerweise so, dass man Kontraste berechnet zwischen einer experimentellen Bedingung, die einen interessiert, und einer Kontrollbedingung, relativ zu der man die Hirnaktivität betrachtet. Dann erhält man eine Differenz der Hirnaktivität zwischen diesen beiden Bedingungen
Und die kann man dann über Probanden hinweg in einer umschriebenen Hirnregion testen. Und wenn da das, der Erwartungswert sich also von 0 unterscheiden würde, beziehungsweise größer als 0 wäre, wäre das eben Evidenz für eine regionale Hirnaktivierung in der kognitiven Bedingung von Interesse relativ zur Kontrollbedingung. Gut. Wir fokussieren uns hier auf das erste Beispiel, also die Psychotherapieforschung. Wir gehen davon aus, dass wir eine Gruppe von Patienten haben, die face-to-face eine Psychotherapie unterzogen wurden und dass wir dann den BDI davor und danach messen. Dann erhalten wir BDI-Differenzwerte und wir gehen im Folgenden davon aus, dass diese Datenpunkte Realisierungen von Zufallsvariablen YI sind, wobei jedes YI einer Normalverteilung folgt mit den Parametern μ und Sigma Quadrat. Gut, hier ist ein Beispieldatensatz. Ich habe also hier eine CSV-Datei eingelesen und als Tabelle ausgegeben. Das Setting soll hier sozusagen die Therapieform oder die experimentelle Bedingung darstellen und die ist für alle Probanden gleich. Und dann hat jeder Proband oder Patient hier einen Prä-BDI und einen Post-BDI-Wert. Dann können wir daraus die Differenz berechnen und das ist hier dann in der letzten Spalte als D-BDI oder Delta-BDI angegeben. Werte, die also manchmal negativ, etwas häufiger positiv sind. So. Dann können wir diesen Beispieldatensatz visualisieren. Hier ist einmal der Quellcode für ein Histogramm angegeben, falls Sie sich damit vertraut machen wollen. Und wir können einige Kennzahlen für diesen Datensatz berechnen. Dafür ist hier auch einmal der Quellcode mit eingenommen in die Vorlesung. Und das Ganze sieht dann so aus. Wir haben also jetzt hier oben ein Histogramm, in dem angegeben wird, welcher Anteil der Stichprobe also welchen Delta-BDI-Wert hat. Oder umgekehrt, für welchen Delta-BDI-Wert auf der X-Achse wir wie viele Patienten haben, die diesen Wert aufgewiesen haben. Hier unten haben wir dann einige Deskriptivstatistiken für diesen Datensatz, also namentlich den Stichprobenumfang, das Maximum, Minimum, Median, Mittelwert, Varianz und Standardabweichung. Wir sehen hier bereits, dass die Delta-BDI-Werte mit einem Mittelwert von 3,92 recht deutlich positiv sind. Allerdings sehen wir auch, dass die Varianz und die Standardabweichung sehr hoch sind. Also wir haben hier eine Standardabweichung von 4,41. Das heißt, wir benötigen jetzt ein inferenzstatistisches Verfahren, mit dem wir entscheiden können, ob dieser Mittelwert gegeben das sowieso vorhandene Rauschen in den Daten statistisch signifikant verschieden von 0 ist. Ja? Ich habe noch eine Frage zu der Stichprobenstandardabweichung. Und zwar, das ist ja, ich habe letztens mal reingeguckt, das ist ja ein verzerrter Schätzer der, also der Standardabweichung, richtig? Mhm. Und da habe ich mich gefragt, was hat denn das für eine Auswirkung auf die Interpretation? Also wenn da jetzt 4,4 steht, welches, das wollte ich eh fragen, in meiner Präsentation auch so interpretiert, dass es dann um 4 BDI-Punkte ungefähr jetzt abweicht. Mhm. Aber wenn das ein verzerrter Schätzer ist, dann kann ich das ja eigentlich gar nicht so sagen, oder? Mhm. Ja, gute Frage. Also wir wissen ja, dass die Stichprobenvarianz ein unverzerrter Schätzer ist, ja? Ja. Das heißt, der Erwartungswert von 1 durch n minus 1 mal Summe aller y minus y quer Quadrat, das ist die Stichprobenvarianz und der Erwartungswert der Stichprobenvarianz ist die Varianz oder der wahre, aber unbekannte Wert der Varianz. Jetzt ist die Frage, wie ist es mit der Wurzel daraus? Also die Stichprobenstandardabweichung ist die Wurzel aus diesem Kern. Ja? Und ja, also die Frage wäre, ob die Stichprobenstandardabweichung ein unverzerrter Schätzer ist.
des wahren, aber unbekannten Werts der Standarderweiterung ist. Müsste ich nachlesen. Also, tut mir leid, kann ich jetzt so nicht beantworten. Ich würde sagen, das Problem, also wenn es der Fall ist, dass das ein nicht erwartungstreuer Schätzer ist, dann ist das Problem umso erheblicher, je niedriger der Stichprobenumfang ist. Ja? Also wenn Sie ein, wir wissen ja, dass hier n-1 steht im Varianzparameterschätzer oder in der Stichprobenvarianz und das fällt also umso stärker ins Gewicht, je geringer dieses n ist. Das heißt, ich würde sagen, bei n größer 100 spielt das praktisch keine Rolle mehr. Bei n gleich 40 vermutlich schon, bei n gleich 5 auf jeden Fall. Und dasselbe gilt dann auch für die Standardabweichung. Okay. Also besser kann ich jetzt die Frage im Moment nicht beantworten. Ja, alles gut. Gut, das ist also der Beispieldatensatz. Und jetzt kommen wir zur Modellformulierung. Modellformulierung bedeutet, dass wir das ein Stichproben-T-Test-Modell definieren, also das Modell, was dem einen Stichproben-T-Test zugrunde liegt. Yi seien also Zufallsvariablen mit i gleich 1 bis n Anzahl der Datenpunkte. Zufallsvariablen, die die Datenpunkte eines Einstichproben-T-Tests modellieren. Dann hat das Einstichproben-T-Test-Modell die strukturelle Form yi gleich μ plus εi, wobei jedes εi einer, also unabhängig und identisch normal verteilt ist, mit μ gleich 0 und Sigma Quadrat. Und aus dieser strukturellen Form lässt sich die Datenverteilungsform herleiten. Das heißt also, jedes yi folgt einer Normalverteilung mit dem Mittelwert μ, der hier rein addiert wird, und dem Varianzparameter Sigma Quadrat. Wenn wir jetzt die Datenpunkte zusammenfassen zu einem Datenvektor, einem n mal 1 Vektor, dann ergibt sich zudem die Designmatrixform, also y gleich x Beta plus Epsilon, wobei x der 1 Vektor ist und Beta ein einzelner, also ein Skalar, eine reelle Zahl, nämlich μ, also der Erwartungswertparameter der Datenpunkte yi. Das ist das Modell, was wir auch in der Vergangenheit schon betrachtet haben, unter dem Namen Modell unabhängiger und identisch normal verteilter Zufallsvariablen. Die Äquivalenz dieser drei Formen des Modells haben wir auch bereits bewiesen, nämlich in der Einheit 5 Modellformulierung. Da ist noch eine Frage. Wieso haben Sie bei dem Datenverteil, bei der Datenverteilungsform gerade vom Mittelwert μ gesprochen? Ja, das tut mir leid. Ich versuche ja, diese sehr strenge Terminologie von Professor Ostwald durchzuhalten, nämlich zu sagen Erwartungswertparameter und Varianzparameter statt Erwartungswert und Varianz. Und manchmal sage ich Erwartungswert oder noch schlimmer Mittelwert. Also mit Mittelwert meine ich dann nicht das Stichprobenmittel, gut aufgepasst, sondern den Mittelwertparameter einer Normalverteilung. Ja. Könnte auch einfach Mittelwert und Varianz sagen. Man sagt aber Erwartungswertparameter und Varianzparameter. Ja? Das ist nur für Sie, um im Kopf zu behalten, dass die Normalverteilung ja ein besonderer Fall ist. Bei der Normalverteilung haben wir das so, dass die Parameter μ und Sigma Quadrat gleich den Statistiken, also dem Erwartungswert und dem Varianz, der Varianz entsprechen. Das ist aber nicht bei allen Verteilungen so. Ja? Also wenn wir jetzt beispielsweise eine Chi-Quadrat-Verteilung nehmen, mit k, Freiheitsgradparameter k, dann ist daraus nicht weiter ersichtlich, wie jetzt der Erwartungswert und die Varianz dieser Zufallsvariable sein werden. Und um das so ein bisschen klarer zu unterscheiden, sprechen wir hier also vom Erwartungswertparameter und dem Varianzparameter. Okay, vielen Dank für den Hinweis. Und dann gehen wir weiter. Wir machen also jetzt hier keinen Beweis der Äquivalenz der Modellformulierungen. Wir schauen uns aber einmal ein kurzes Beispiel in R an, in dem wir also einen konkreten Datensatz generieren. Wir haben hier 40 Datenpunkte mit einem Mittelwert von 5, mit einem Erwartungswert von 5 und einer Varianz von 14, also
ungefähr ähnlich zu den Parametern in unserem Beispieldatensatz. Und jetzt benutzen wir die Funktion mvrnorm, um eine Realisierung des Datenvektors zu erzeugen, die wir dann hier auch ausgeben, und die würde dann eben so aussehen. Gut, jetzt kommen wir zur Modellschätzung. Und Modellschätzung bedeutet, dass wir die Parameterschätzer für das Einstichproben-T-Testmodell bestimmen, also den Varianz, den Beta-Parameterschätzer und den Varianz-Parameterschätzer. Für das Einstichproben-T-Testmodell ist der Beta-Parameterschätzer durch das Stichprobenmittel gegeben und der Varianz-Parameterschätzer durch die Stichprobenvarianz. Ja? Das ist uns bereits bekannt, weil wir dieses Modell ja in den Abschnitten aus dem Theorieteil immer schon als Beispiel herangezogen haben. Das heißt, dieses Theorem beweisen wir nicht, weil wir das bereits in Einheit 6 Parameterschätzung getan haben. Wir schauen uns aber auch hier nochmal ein Beispiel in R an, um das Theorem zu überprüfen. Ja? Das heißt, wir laden unseren Beispieldatensatz, legen die Designmatrix des Modells fest und berechnen dann die Parameter Beta-Dach, Sigma-Quadrat-Dach und schauen dann, ob die identisch sind mit den durch das Theorem angegebenen Werten. Und wir sehen, Beta-Dach entspricht dem Stichprobenmittel 3,92 und Sigma-Quadrat entspricht der Stichprobenvarianz 19,4. Okay, möchten Sie eine Pause machen? Wir können an der Stelle kurz eine Pause machen. Dann machen wir in 5 Minuten weiter. Wie lange wird die Simulation dann noch dauern? Dreiviertel Stunde oder so? Ich kann nicht von dem gehört. Okay, also ich habe das jetzt gerade mal in der Pause nachgeguckt. Die Stichprobenstandardabweichung ist ein verzerrter Schätzer der wahren Standardabweichung. Das liegt daran, dass die Stichprobenstandardabweichung eine nicht-lineare Funktion der Stichprobenvarianz ist, nämlich die Wurzel, also Stichprobenvarianz. Und da die Stichprobenvarianz ein unverzerrter Schätzer ist, man aber davon eine nichtlineare Funktion benutzt, daraus folgt dann, dass die Stichprobenstandardabweichung ein verzerrter Schätzer ist. Okay, wie interpretiert man dann das Ganze? Also ist es einfach quasi Quatsch, dass das rauszufinden, was jetzt Stichprobenstandardabweichung ist, wenn man weniger als 100 Probandinnen hat? Oder? Ja, wie interpretiert man das Ganze? Also, Sie fragen jetzt wahrscheinlich deshalb, weil die Standardabweichung häufig bei Visualisierung zum Beispiel für die von Barplots oder so als, wie nennt man die, Error, für die Errorbars benutzt wird. Also ich denke, dass der die Standardabweichung unterschätzt die wahre, nein, die Stichprobenstandardabweichung unterschätzt die wahre Standardabweichung. Aber dass dieser Effekt vermutlich bei Stichprobengrößen von realen Studien vernachlässigbar ist. Ja. Also normalerweise interpretiert man das nicht und für alle Statistiken sollten Sie eben mit der Stichprobenvarianz arbeiten, weil die einen unverzerrten Schätzer darstellt. Also wir haben ja auch in anderen Fächern jetzt irgendwelche Paper bekommen, wo wir dann halt das alles vorstellen mussten, da wurde nicht oft die Stichprobenstandardabweichung verwendet und auch bei Stichproben, die jetzt teilweise unter 100 oder keine Ahnung, 200, 250 war, also kommt mir jetzt auch erstmal noch kritisch vor. Ja, ganz weiß ich jetzt auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja, also ich würde sagen, Sie können ruhig schlafen. Okay. Das ist schon mal beruhigend. Also die statistischen Verfahren verlieren dadurch nicht ihre Validität, aber vielleicht könnte man das Problem entgehen, indem man einfach in eigenen Berichten immer die Varianz berichtet, statt der Standardabweichung. Sorry for interrupting, I think I forgot my bottle here, is it somewhere? Sorry guys, yes! Thank you so much. Bye. Gut,
Dann machen wir weiter mit Modellevaluation. Und hier ist es also so, dass wir zunächst uns überlegen müssen, welches Hypothesenszenario betrachten wir eigentlich. Es gibt verschiedene Hypothesenszenarien für den Einstichproben-T-Test. Man kann also einmal davon ausgehen, dass man eine einfache Nullhypothese und eine einfache Alternativhypothese hat. Einfache Hypothese bedeutet hierbei, dass jede Hypothese genau einen bestimmten Wert für μ annimmt. Also μ gleich μ0 entsprechend der Nullhypothese und μ gleich μ1 entsprechend der Alternativhypothese. Dieses Szenario ist theoretisch, also wahrscheinlichkeitstheoretisch, von gewisser Relevanz, weil es die Grundlage bildet für das Neyman-Pearson-Lemma, was eine wichtige Aussage ist in der mathematischen Statistik. Praktisch ist es allerdings irrelevant, weil wir quasi nie in einer Situation sind, in der wir mit einem Test zwischen zwei konkreten Werten für den Erwartungswertparameter entscheiden wollen. Viel häufiger ist es, dass wir eine einfache Nullhypothese und eine zusammengesetzte Alternativhypothese haben. Zusammengesetzte Hypothese bedeutet hierbei, dass also eine Menge von Werten gemäß der Hypothese zugelassen ist. Hier ist es beispielsweise so, dass die Alternativhypothese lautet μ ungleich μ0. Das heißt, alle reellen Zahlen außer μ0 würden die Alternativhypothese wahr machen. Das nennt man dann eine zusammengesetzte Hypothese. Speziell ist das hier ein zweiseitiger T-Test mit ungerichteter Hypothese, weil wir also hier gemäß der Nullhypothese nicht die Aussage kleiner gleich, größer gleich machen, sondern tatsächlich gleich μ0 und ungleich μ0. Das heißt, es ist eine ungerichtete Frage nach einem signifikanten Unterschied zwischen zum Beispiel zwei Gruppen oder zwei experimentellen Bedingungen. So, dann kann es natürlich auch so sein, dass sowohl die Nullhypothese als auch die Alternativhypothese zusammengesetzt sind. Dass also beide diese Hypothesen mehrere Werte für μ, eine Menge von Werten für μ zulassen. Zum Beispiel, indem die Nullhypothese besagt μ kleiner gleich μ0 oder μ größer gleich μ0 und die Alternativhypothese dann μ größer μ0 oder μ kleiner μ0. In dem Fall haben wir einen einseitigen Einstichproben-T-Test, weil wenn die Nullhypothese abgelehnt wird, daraus folgt, dass μ positiv ist oder negativ ist, je nachdem, welche der beiden Varianten wir haben. Und das sind in diesem Sinne gerichtete Hypothesen. Das heißt, wir haben hier gerichtete Fragestellungen nach einem entweder positiven oder negativen Unterschied zwischen zwei Versuchsbedingungen. Gut, wir werden im Folgenden diesen Fall hier betrachten, also das zweite Beispiel, in dem die Nullhypothese eine einfache Nullhypothese, μ gleich μ0 ist, und die Alternativhypothese eine zusammengesetzte Hypothese, μ ungleich μ0. Hier ist jetzt nochmal eine Gliederung, sozusagen eine Untergliederung für den Abschnitt Modellevaluation, die sich übrigens an der Einheit 11 aus Wahrscheinlichkeitstheorie und frequentistische Inferenz orientiert. Das heißt, wenn Sie sich hierauf nochmal vorbereiten wollen, ist es sinnvoll, in diese Einheit aus dem Wintersemester reinzuschauen. Ja? Können Sie kurz erläutern, nach welcher Methode man das Hypothesenszenario wählt? Man wählt das Hypothesenszenario danach, welche Hypothesen man hat. Also, Sie haben ja in der Regel eine wissenschaftliche Studie mit einer konkreten wissenschaftlichen Fragestellung. Und wenn jetzt gemäß Ihrer Hypothese es ausgeschlossen ist, dass der Erwartungswert irgendwelche Einheiten, also irgendwelche Datenpunkte negativ ist, dann würden Sie also hier die an dritter Stelle, das an dritter Stelle erwähnte Hypothesenszenario wählen. Also das heißt, wenn Sie von vornherein davon ausgehen, dass Sie einen positiven Unterschied zwischen zwei Gruppen oder zwischen zwei Versuchsbedingungen beobachten werden, dann können Sie ja Ihre Nullhypothese so spezifizieren, dass μ kleiner gleich μ0 ist. Dann hat Ihr Test auch eine höhere Power. Und dann wäre das Ihr Hypothesenszenario. Beispielsweise könnte man sagen, also wir betrachten jetzt hier das zweite Szenario, aber man könnte sagen, dass die Psychotherapieforschung eigentlich auch
von diesem dritten Hypothesenszenario ausgehen sollte. Weil es wäre ja irgendwie komisch, wenn die BDI-Werte größer werden würden. Also wenn man negative Werte für Prä-Post hätte. Das würde ja eine Verschlechterung durch die Psychotherapie bedeuten. Und da man sowas in der Regel nicht erwartet, man erwartet entweder keinen Effekt oder eine Verbesserung, könnte man hier also dann von diesem Hypothesenszenario ausgehen, Null-Hypothese, μ kleiner gleich 0, Alternativhypothese, μ größer 0. Anders ist es allerdings, wenn Sie zwei Psychotherapie-Varianten vergleichen, bei denen Sie von vornherein nicht wissen, welche eventuell besser ist. In dem Fall ist es dann gleichermaßen möglich, dass Sie also positive oder negative Unterschiede haben und dann müssten Sie hier das zweite Hypothesenszenario wählen, von dem wir jetzt auch ausgehen werden. Und wir haben also jetzt das statistische Modell eingeführt und die Parameterschätzer betrachtet. Wir haben auch unsere Testhypothesen festgelegt und jetzt im Folgenden werden wir die Teststatistik herleiten, den Test formal definieren, die Testgütefunktion aufstellen, Testumfangskontrolle durchführen, den P-Wert bestimmen und die Powerfunktion analysieren. Sie sollten eigentlich noch wissen, was das alles ist. Ich wiederhole aber dann jeweils auch, was sich genau dahinter verbirgt. Und wenn Sie, wie gesagt, das nochmal näher wissen wollen, schauen Sie in den Unterlagen aus dem Wintersemester nach. Bevor wir damit anfangen, hier noch Bezeichnungskonventionen für T-Zufallsvariablen, die allerdings auch Wiederholung sind, weil wir das in Einheit 7 T-Statistiken schon so festgelegt haben. Wir schreiben also Tn oder T-Delta n für eine zentrale oder nicht zentrale T-Verteilung. Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion einer T-Zufallsvariable bezeichnen wir mit klein t. Die kumulative Verteilungsfunktion einer T-Zufallsvariable bezeichnen wir mit Phi. Moment, das ist kein Phi, das ist ein Psi. Das ist der griechische Buchstabe Psi. Und hier ist dann jeweils in Klammern n oder Delta n, je nachdem, ob wir es mit einer zentralen oder nicht zentralen T-Verteilung zu tun haben. Die Teststatistik eines T-Test-Designs bezeichnen wir mit Groß T und eine konkrete Realisierung der Teststatistik für einen gegebenen Datensatz bezeichnen wir mit Klein T. Gut. Jetzt also zur Teststatistik für den Einstichproben-T-Test. Gegeben sei die Designmatrixform des Einstichproben-T-Testmodells und wir legen weiterhin fest den Kontrastvektor als 1. Wir haben hier eine Spalte in der Designmatrix, also hat der Kontrastvektor auch nur einen Eintrag und der ist 1. Damit signalisieren wir, dass wir uns für genau diesen Parameter μ interessieren und wissen wollen, ob er sich beispielsweise unterscheidet von unserem Null-Parameter Beta 0, den wir hier als μ 0 festlegen. So, dann gilt, dass die T-Statistik gegeben ist als Wurzel aus n mal y quer minus μ 0 geteilt durch Stichproben-Standardabweichung Sy. Und dass diese T-Statistik einer nicht zentralen T-Verteilung folgt mit dem Freiheitsgradparameter n minus 1 und dem Nicht-Zentralitätsparameter, der hier auf der rechten Seite von Gleichung 10 gegeben ist. Sie sehen, dass T und Delta hier eine sehr ähnliche Form haben. Worin die sich unterscheiden, ist, dass T eine Funktion der Parameterschätzer ist, y quer und sy, und Delta eine Funktion der wahren, aber unbekannten Parameter ist, nämlich μ und Sigma. An der Stelle können wir auch nochmal wiederholen, dass wir ja schon mal das Effektstärke-Maß Cohen's D eingeführt haben. Das ist also definiert als y quer geteilt durch sy. Und Sie sehen, wenn Sie jetzt hier oben in Gleichung 9, also μ 0 gleich 0 setzen, dann erhalten wir, dass Cohen's D schlicht und einfach die T-Statistik geteilt durch Wurzel n ist. Ja? Die T-Statistik ist also hier so eine Art Signal zu Rauschenverhältnis. Ja? Wir teilen y quer minus μ 0, also die Differenz des Stichprobenmittels und unseres als 0 angenommenen Wertes durch die in den Datensatz vorhandene Variabilität,
nämlich die Stichprobenstandardabweichung. Das Theorem ist ein Spezialfall, der des Theorems zur Verteilung der T-Statistik bei Kontrastgewichtsvektor. Das heißt, wir müssen uns auf dieses Theorem beziehen, wenn wir das jetzt beweisen. Aber da ist vorher noch eine Frage. Ja, das passt eigentlich ziemlich gut. Was ist der Kontrastvektor nochmal? Also, ich meine, C ist definiert als 1, aber hatten wir das irgendwie jetzt zuletzt in irgendeiner Einheit? Ja, das hatten wir in Einheit 7. Der Kontrastgewichtsvektor ist also ein Vektor, der genau die gleiche Größe hat wie der Beta-Parameter-Vektor. Das ist ein P mal 1 Vektor und der den Beta-Parameter-Vektor auf einen Skalar projiziert. Ja, also Sie erinnern sich vielleicht, dass wir C transformiert Beta berechnet haben. Und wenn jetzt beispielsweise C 1 minus 1 ist und Beta ist Beta 1, Beta 2, dann kommt da raus Differenz zwischen Beta 1 und Beta 2. Das heißt, wir können also den Kontrastgewichtsvektor benutzen, um eine Linearkombination von Beta-Parameter-Komponenten zu berechnen, für die wir uns interessieren. Normalerweise passiert das so, dass man damit einfach einzelne Beta-Parameter-Komponenten herausgreift, indem man einen Einheitsvektor benutzt. Aber es gibt auch Fälle, wo der Kontrastgewichtsvektor beispielsweise so aussieht. Das haben wir später noch im Zweistichproben-T-Test. Und dann ergibt das eben eine Differenz. Gut, jetzt also zu dem Beweis. Wir beziehen uns hier auf das Theorem zur T-Statistik und ich wiederhole einfach mal kurz. Wir haben hier also ein allgemeines lineares Modell, wobei die Designmatrix der 1-Vektor ist. Der Beta-Parameter-Vektor ist μ. Der Schätzer des Beta-Parameter-Vektors ist y quer. Der Schätzer der Varianz ist sy Quadrat. Der Kontrastgewichtsvektor ist 1. Ja, weil Beta ist ein Skalar, dann ist auch der Kontrastgewichtsvektor ein Skalar und Beta 0, also der Nullparameter, ist μ 0. Das hatten wir so festgelegt, das ist derjenige Wert, gegen den wir testen, also der quasi gemäß unserer Nullhypothese der Wert von μ 0 ist. Und wenn wir die Nullhypothese ablehnen, dann können wir darauf schließen, dass μ ungleich μ 0 ist. So, jetzt müssen wir die Formeln für die T-Statistik und den Nichtzentralitätsparameter aufschreiben. Die allgemeinen Formeln, die wir kennengelernt haben, die T-Statistik ist C transponiert Beta Dach minus C transponiert Beta 0 geteilt durch Wurzel aus Sigma Quadrat Dach mal C transponiert X transponiert X invers mal C. So, jetzt setzen wir ein, C ist ein 1-Vektor, C ist die Zahl 1 und Transposition macht mit einem Skalar nichts. Das heißt, jetzt einfach 1 mal Beta Dach ist y quer, dann wieder C transponiert, das ist 1, mal Beta 0 ist μ 0, geteilt durch Sigma Quadrat ist Sigma Quadrat Dach ist sy Quadrat, der Kontrastgewichtsvektor ist wieder 1, die Designmatrix ist der Einervektor, transponiert, multipliziert mit dem Einervektor, invers, mal 1. So. Das einzig Komplizierte daran ist eigentlich das hier, das ist der transponierte 1-Vektor multipliziert mit dem 1-Vektor, was kommt dabei raus? Können wir mal kurz uns anschauen an einem Beispiel. Wenn ich jetzt den dreidimensionalen 1-Vektor transponiere und mit sich selbst multipliziere, dann habe ich hier einen 1 mal n-Vektor mal ein n mal 1-Vektor. Das heißt, ich multipliziere n mal 1 mit 1 und addiere es auf. Das ergibt n. Das heißt, hier steht n hoch minus 1 und n hoch minus 1 ist 1 durch n.
jetzt sind wir hier im Nenner des Bruchs, das heißt, die Wurzel aus 1 durch n wandert in den Zähler. Wurzel aus n. Oben steht y quer minus mu 0 und unten steht Wurzel aus sigma y Quadrat. Entschuldigung, aus sy Quadrat. Und Wurzel aus sy Quadrat ist sy. Und das ist die T-Statistik. Jetzt kommen wir zum Nichtzentralitätsparameter. Der Nichtzentralitätsparameter hat die Formel C transponiert mal Beta, zur Erinnerung, wahrer, aber unbekannter Wert, minus C transponiert Beta 0, geteilt durch Wurzel aus Sigma Quadrat, wahrer, aber unbekannter Wert, mal C transponiert X invers mal C. So, hier passieren ähnliche Dinge wie zuvor, das heißt, der Kontrastgewichtsfaktor ist wieder 1, der wahre, aber unbekannte Wert ist mu, 1 mal mu 0, geteilt durch Sigma Quadrat, und hier steht wieder 1 mal 1 Vektor transponiert, multipliziert mit sich selbst, inverses davon, mal 1. Wir hatten bereits gesehen, dass 1 Vektor transponiert mit sich selbst ergibt n. N invers ist 1 durch n, das heißt, hier haben wir wieder vorne zu stehen, Wurzel n. Und der Bruch ergibt sich diesmal zu μ minus μ0 geteilt durch Sigma. Und das wäre die Formel für den Nichtzentralitätsparameter Delta. Okay, gibt es Fragen dazu? Ja. Wir haben ja da die Inverse, also bei 1n transponiert mal 1n. Ja. Da oben. Ja. Ja, oder da, ja, genau. Und wie, also wir haben das ja nicht behandelt, wie wir damit rechnen. Soweit ich weiß, es wurde nur gesagt, ja, okay. Ah, ich weiß, was Sie meinen. Sie meinen, das Theorem sagt nur, was eine inverse Matrix ist, nicht ja, wie man sie berechnet. Genau, ja. Das stimmt. Okay. Deswegen, also was macht man damit? Naja, also wenn das jetzt hier eine 3x3 Matrix wäre, dann wären wir aufgeschmissen, weil wir ja nicht gelernt haben, 3x3 Matrizen zu invertieren. Aber das ist eine 1x1 Matrix. Und eine 1x1 Matrix ist ein Skalar. Und bei einem Skalar ist es eben so, dass das Inverse einfach als 1 durch der einzige Eintrag dieser Matrix gegeben ist. Und da diese Matrix nur einen Eintrag hat, nämlich n, ist dann hier das Inverse 1 durch n. Ja? Und das haben wir eben hier durch diese Rechnung beispielhaft nachgewiesen. Okay. Dann kommen wir jetzt zum Test selbst. Das heißt, wir definieren jetzt formal den Einstichproben-T-Test. Gegeben sei dafür das Einstichproben-T-Testmodell und zudem μ0, sodass also sich daraus die einfache Nullhypothese μ gleich μ0 und die zusammengesetzte Alternativhypothese μ ungleich μ0 ergibt. Weiterhin sei die T-Statistik definiert, so wie wir sie gerade hergeleitet haben. Und dann ist der zweiseitige Einstichproben-T-Test definiert als Phi von Y. Dieses in Klammern Y soll also andeuten, dass der Test von dem tatsächlich beobachteten Datenvektor abhängt. Und der Test soll den Wert 1 annehmen, wenn der absolute Betrag der T-Statistik größer gleich ein kritischer Wert k ist, und der Test soll den Wert 0 annehmen, wenn der absolute Betrag der Teststatistik kleiner als dieser kritische Wert k ist. So, das ist jetzt erstmal noch ein bisschen kryptisch, das wird aber klarer werden, wenn wir zum Beispiel die Testgütefunktion betrachten, die also bestimmte Eigenschaften dieses Tests, so wie wir ihn gerade definiert haben, benutzt. Nochmal zur Erinnerung, Testgütefunktion ist
diejenige Funktion, die die Wahrscheinlichkeit angibt, dass der Test den Wert 1 annimmt. Ja, das heißt, wir berechnen jetzt die Testgütefunktion von Phi, die wird bezeichnet als Q Phi. Das ist eine Funktion, die von den reellen Zahlen nach 0, in das Intervall 0 bis 1 abbildet. Und diese Funktion nimmt als Argument μ, das heißt den wahren, aber unbekannten Parameter, und gibt einen Funktionswert zurück, Q Phi von μ. Und Q Phi von μ ist dabei 1 minus Psi von k plus Psi von minus k. Wobei dieses Psi also die kumulative Verteilungsfunktion der nicht-zentralen T-Verteilung mit Freiheitsgradparameter n-1 und dem Nicht-Zentralitätsparameter Delta ist, den wir gerade eben schon hergeleitet haben. So, wie kommt man darauf? Bevor wir das klären, schauen wir uns die einmal kurz an, die Testgütefunktion. Wir haben also hier auf der x-Achse μ, das ist ja das Argument der Testgütefunktion und das ist der wahre, aber unbekannte Wert des Erwartungswertparameters der Datenpunkte y1 bis yn. So, das μ0 ist hier als 4 festgelegt worden. Das heißt, an der Stelle μ0 gleich 4 haben, μ gleich 4 haben wir hier die Nullhypothese. Ja? Also Werte von μ, die hier liegen, realisieren die Nullhypothese, entsprechen der Nullhypothese. Und an der Stelle nimmt die Testgütefunktion ihren minimalen Wert an, was ja auch richtig ist, weil wir die Nullhypothese ablehnen wollen, wenn wir eher weiter weg sind von der Nullhypothese. Ja? Also der Bereich links und rechts von der 4 entspricht jetzt hier also dem Vorliegen der Alternativhypothese, μ ungleich μ0. Und Sie sehen, dass je weiter wir uns von diesem Wert μ0 entfernen, desto mehr steigt die Testgütefunktion an in Richtung 1. Wir sehen auch, dass die Testgütefunktion von k abhängt, also hier ist einmal abgebildet k gleich 1, 2, 3. Und das hat den Hintergrund, dass je höher der kritische Wert ist, desto strenger sind wir quasi im Hinblick darauf, wie viel wir fordern, um die Nullhypothese abzulehnen. Ja? Ein desto höherer Wert der Teststatistik muss erreicht werden, damit die Nullhypothese abgelehnt wird. Das heißt also, dass für größere Werte von k die Testgütefunktion langsamer ansteigt. Okay, jetzt zum Beweis. Also, wir halten dafür einfach nochmal fest, dass t, die Teststatistik, groß T, einer nicht zentralen T-Verteilung folgt mit dem Nichtzentralitätsparameter Delta und dem Freiheitsgradparameter n-1, wobei t und Delta also hier auf der linken Seite der Tafel gegeben sind. So, jetzt ist die Testgütefunktion q von, Entschuldigung, q von phi abhängig von μ und diese Funktion soll die Wahrscheinlichkeit angeben für einen bestimmten Wert von μ, dass der Test den Wert 1 annimmt. Und diese Wahrscheinlichkeit können wir berechnen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Test den Wert 1 annimmt, die können wir wie folgt visualisieren. Wir haben also hier auf der x-Achse die Teststatistik, groß T, und hier, sagen wir mal, ist 0. Und jetzt stellen wir uns vor, dass die nicht zentrale T-Verteilung durch diese Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion gegeben ist. Ja? Das hier soll also T x gegeben Delta n-1 sein. Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der nicht zentralen T-Verteilung, der also die Teststatistik folgt. So, die ist jetzt hier bewusst als nicht zentral eingezeichnet, weil dieses Delta ja nicht notwendigerweise 0 ist. Wir werden später sehen, dass bei Vorliegen der Nullhypothese das Delta 0 ist.
Und das machen wir uns dann beim Hypothesentest zunutze. So, jetzt stellen wir uns vor, dass unser Wert K hier liegt. Und dann liegt unser Wert minus K ungefähr hier. So, wir interessieren uns für diese Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit, dass T größer gleich K ist und die Wahrscheinlichkeit, dass T kleiner gleich minus K ist. Warum? Weil das die Region ist, in der der Test den Wert 1 annimmt. Per Definition, nämlich wenn der absolute Betrag von T größer gleich K ist. Okay, das heißt, wir wollen die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass sich die Teststatistik im folgenden Intervall befindet. In dem, einen Moment, ich schalte hier mal weiter, in dem Ablehnungsbereich des Tests, und der ist gegeben durch minus unendlich bis minus k, vereinigt mit k bis plus unendlich. So, das hier ist ein Mengenoperator, müssten Sie im Vorkurs kennengelernt haben. Das heißt, diese Operation vereinigt diese beiden Mengen zu einer Menge. Wir fragen also nach der Wahrscheinlichkeit, dass T entweder hier oder hier liegt. Und diese Wahrscheinlichkeit kann man auch anders schreiben, nämlich als die Wahrscheinlichkeit, dass T kleiner gleich minus k ist, plus die Wahrscheinlichkeit, dass t größer gleich k ist. So, wir wollen jetzt auf eine Form kommen, bei der wir die kumulative Verteilungsfunktion anwenden können. Wir wissen, die kumulative Verteilungsfunktion ist immer die Wahrscheinlichkeit, dass etwas kleiner gleich x ist. Hier steht aber t größer gleich k, also schreiben wir das zunächst noch einmal um. Das ist die Wahrscheinlichkeit t kleiner gleich minus k, und das hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass t größer gleich k ist, ist 1 minus die Wahrscheinlichkeit, dass t kleiner gleich k ist. Ja? Das ergibt sich daraus, dass diese beiden Ereignisse komplementär zueinander sind. Also t muss entweder kleiner k oder größer gleich sein, und deshalb können wir sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass t größer gleich k ist, 1 minus die Wahrscheinlichkeit ist, dass t kleiner gleich k ist. So, jetzt haben wir hier Wahrscheinlichkeit t kleiner gleich, und jetzt können wir die kumulative Verteilungsfunktion annehmen oder einsetzen. Die kumulative Verteilungsfunktion ist nämlich, was heißt nochmal das Symbol? Genau. Die kumulative Verteilungsfunktion ist nämlich die Funktion, die angibt, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Zufallsvariable kleiner gleich ein bestimmter Wert ist. Das heißt, wir können die kumulative Verteilungsfunktion der nicht zentralen T-Verteilung ansetzen. Einmal an der Stelle minus k, das ist diese Wahrscheinlichkeit hier, mit den Parametern Delta minus 1. Und einmal an der Stelle plus k, mit den Parametern Delta und minus 1. Und auf diese Weise erhalten wir die Testgütefunktion für den Einstichproben-T-Test. Gibt es Fragen dazu? Ja? Das ist vielleicht eine dumme Frage, aber wie komme ich denn auf K? Also, woher nehme ich K? Bestimme ich das einfach? Oder? Also, K ist festgelegt. Wir haben hier jetzt die Testgütefunktion betrachtet für k gleich 1, 2, 3. Das ist erstmal ad hoc gesetzt. Sie haben also grundsätzlich die Wahl, welches k Sie als kritischen Wert benutzen. Worauf Sie hinaus wollen, ist aber vermutlich das Problem der Testumfangskontrolle. Das heißt, wie bestimme ich ein k, was sinnvoll ist? Oder ein k, was eine bestimmte Falsch-Positiv-Rate für den Test garantiert? Dieses k wird im folgenden k Alpha 0 genannt, und da kommen wir gleich zu. Gut. Ah, wir kommen bereits jetzt dazu. Das heißt, wir wollen also jetzt Testumfangskontrolle betreiben.
Nochmal zur Erinnerung, Testumfangskontrolle bedeutet, dass man den kritischen Wert K so wählt, dass eine bestimmte Falsch-Positiv-Rate, also in der Regel eine niedrige, akzeptable Falsch-Positiv-Rate durch den Test eingehalten wird. Man will also die Wahrscheinlichkeit, die Nullhypothese abzulehnen, obwohl sie wahr ist, kontrollieren. Man kann diese falsch-positiven Ergebnisse nie völlig eliminieren. Ja? Also es ist unmöglich, die Falsch-Positiv-Rate auf Null zu bekommen. Was wir tun können, ist, die Falsch-Positiv-Rate zu kontrollieren auf ein Niveau, was wir für akzeptabel halten. Und da wird normalerweise 0,05, also 5% benutzt. Also das Ganze geht dann so. Phi ist ein Level-Alpha-0-Test mit dem Testumfang Alpha-0. Wenn der kritische Wert gegeben ist als K-Alpha-0 und K-Alpha-0 wird bestimmt als Psi-Invers von 1 minus Alpha-0, wobei Psi-Invers die inverse kumulative Verteilungsfunktion der T-Verteilung mit dem Freiheitsgradparameter n minus 1 ist. Wir wählen also hier den kritischen Wert so, dass wir garantieren, dass wenn die Modellannahmen unseres Tests korrekt sind, dass die Anzahl falsch positiver Ergebnisse höchstens Alpha 0 beträgt. Wie kommt man darauf? Schauen wir uns gleich an. Hier jetzt zunächst nochmal die Visualisierung. Wir haben hier auf der rechten Seite die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der T-Verteilung, und zwar einer zentralen T-Verteilung, weil wir im Beweis gleich sehen werden, dass die Verteilung der Teststatistik unter der Nullhypothese zu einer zentralen T-Verteilung wird. Und wir haben jetzt hier den Ablehnungsbereich des Tests markiert mit diesen orangen Linien und der grau schraffierten Fläche. Wenn also T größer K ist oder kleiner minus K, dann wird der Test abgelehnt. So. Unter der Nullhypothese folgt die Teststatistik einer zentralen T-Verteilung und wir wollen dabei möglichst die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Nullhypothese ablehnen, obwohl sie wahr ist, minimieren. Und zwar wollen wir die minimieren auf Alpha 0. Das heißt also, dass die Fläche links und rechts, die hier markiert ist, zusammengenommen höchstens Alpha 0 betragen darf. Das bedeutet, dass die Fläche hier auf jeder Seite Alpha 0 halbe beträgt. Wie kommen wir jetzt auf den Wert K Alpha 0? Naja, wir schauen in die kumulative Verteilungsfunktion, die ist hier auf der rechten Seite angegeben. Und wir suchen denjenigen Wert K, für den die kumulative Verteilungsfunktion den Wert 1 minus Alpha halbe annimmt. Warum 1 minus Alpha halbe? 1 minus Alpha halbe deshalb, weil die T-Verteilung symmetrisch ist, um 0, und weil wir auf diese Weise garantieren, dass wir auf der rechten Seite 1 minus Alpha halbe haben. Und das ist Alpha halbe. Und dass der untere kritische Wert minus k Alpha 0 entspricht dann dem Wert, bei dem die kumulative Verteilungsfunktion den Wert Alpha halbe annimmt. Und wenn wir dann diese beiden Alpha halbe addieren, dann haben wir Alpha. Das heißt, wir bestimmen den kritischen Wert so, dass die Wahrscheinlichkeit, die Nullhypothese abzulehnen, wenn sie aber tatsächlich wahr ist, höchstens Alpha 0 beträgt. Das wollen wir uns auch einmal anschauen, wie es dazu kommt. Ja, da brauchen wir eine neue Abbildung. Wir gehen dabei wieder aus von der Testgütefunktion. Und nochmal zur Wiederholung. Wenn ein Test ein Level Alpha-0-Test ist, bedeutet das, dass die Testgütefunktion dieses Tests
kleiner gleich Alpha 0 ist, und zwar für alle Parameter, die sich im Raum der Nullhypothese befinden. Das ist die Definition, die Sie im letzten Semester kennengelernt haben für einen Level-Alpha-Null-Test. Phi ist ein Level-Alpha-Null-Test, wenn die Testgütefunktion kleiner gleich Alpha-Null ist, für alle Werte, die in der Menge enthalten sind, die von der Nullhypothese angegeben wird. So, in unserem Fall ist die Nullhypothese μ gleich μ0. So. Das heißt, in unserem Fall reduziert sich die Aussage darauf, dass Q Phi von μ0 kleiner gleich Alpha 0 sein muss. Wenn wir das zeigen können, dann ist der Test ein Level Alpha 0 Test. So, das können wir tun, indem wir die Testgütefunktion Q Phi von μ0 einfach mal berechnen. Die Testgütefunktion war gegeben durch 1 minus Psi von, in welcher Reihenfolge steht es da? K Delta n minus 1 minus Psi von minus k Delta n minus 1. Ich habe jetzt hier ganz bewusst hingeschrieben Delta in Klammern μ0. Denn dieses Delta ist ja eine Funktion von dem μ, was wir hier in die Testgütefunktion einsetzen. Das Delta ist hier gegeben durch die Formel auf der linken Seite der Tafel. Und wir sehen, dass wenn wir hier für μ μ0 einsetzen, dann erhalten wir Delta gleich 0. Das heißt also, in unserer Formel hier wird aus der kumulativen Verteilungsfunktion der nichtzentralen T-Verteilung mit Nichtzentralitätsparameter Delta die kumulative Verteilungsfunktion der zentralen T-Verteilung. Ja? Wir haben gelernt, dass eine nichtzentrale T-Verteilung mit Nichtzentralitätsparameter Delta eine zentrale oder normale T-Verteilung ist. Das heißt, wir können jetzt hier hinschreiben, die kumulative Verteilungsfunktion der gewöhnlichen T-Verteilung. Entschuldigung, hier fehlt ein Minus. So. Jetzt ist in dem Theorem weiterhin ein kritischer Wert K Alpha 0 angegeben. Den müssen wir jetzt hier einsetzen. Wir berechnen also die Testgütefunktion an der Stelle μ0, wenn wir als kritischen Wert K Alpha 0 einsetzen. Kritische Wert K Alpha 0 ist durch das Theorem angegeben als Psi invers von 1 minus Alpha halben. Das heißt, wir setzen das hier in die Formel ein. Muss da vielleicht ein Plus hin? Bitte? Muss da eventuell ein Plus hin vor das zweite, genau. Also vor das vierte. Meines Erachtens nicht. Okay. Ich vergleiche das auch mal mit der Bildung. Ja, das ist ein späterer Schritt. Moment mal kurz. Ja, danke für den Hinweis. Ich kontrolliere es mal kurz. Wir hatten hier... Einen Moment. Testgütefunktion minus plus und hier minus plus, minus plus und hier minus plus, minus plus.
Ja, wie bin ich da auf Minus gekommen? Okay, ich weiß nicht, wie ich auf Minus gekommen bin, aber hier müsste schon von Anfang an Plus stehen. Das ist korrekt. So. Ja, jetzt können wir weitermachen. Und bevor wir das K-Alpha 0 einsetzen, schreiben wir hier diese kumulative Verteilungsfunktion noch einmal um. Denn wir können wieder denselben Trick anwenden wie eben, nämlich dass die kumulative Verteilungsfunktion von t kleiner gleich minus k alpha 0 entspricht 1 minus der kumulativen Verteilungsfunktion von t kleiner gleich k plus k alpha 0. Das heißt, wir nutzen hier die Symmetrie der T-Verteilung aus, dass wir also die kumulative Verteilungsfunktion an einem negativen Wert als 1 minus die kumulative Verteilungsfunktion an dem entsprechenden positiven Wert berechnen können oder umgekehrt. Und jetzt sehen wir, dass wir hier zweimal denselben Term haben, nämlich 1 minus Psi von K alpha 0. Das heißt, wir schreiben hier zweimal und dann in Klammern 1 minus Psi von K alpha 0. Und jetzt setzen wir K alpha 0 auch ein. K alpha 0 ist definiert als Psi invers von 1 minus alpha halbe. Mit Nicht-Zentralitätsparameter n minus 1, Klammer zu, und jetzt nochmal Nicht-Zentralitätsparameter n minus 1, Klammer zu, Klammer zu. Ich habe jetzt hier einmal eckige und einmal runde Klammern verwendet, um das etwas deutlich zu machen. Wir haben hier also die äußere, das äußere Psi, was diesen Nicht-Zentralitätsparameter hat, und wir haben das innere Psi invers, was diesen nicht Zentralitätsparameter, sondern Freiheitsgradparameter hat. Also beide Male n minus 1. Das wird gleich wichtig werden, weil jetzt ist die Frage, was passiert, wenn man eine Funktion mit ihren Inversen verknüpft? Ja? Also wir können ja mal ein Beispiel machen. Was ist das Ergebnis von Wurzel aus x Quadrat? Richtig. Die Wurzel ist die Umkehrfunktion der quadratischen Funktion. Was ist das Ergebnis von e hoch ln x? x. Denn der natürliche Logarithmus ist die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion. So, dasselbe haben wir jetzt hier. Wir haben einmal psi und die Umkehrfunktion von psi. Das heißt, was übrig bleibt, ist das Argument, was hier in der Funktion stehen bleibt. Und dann haben wir, das funktioniert natürlich nur deshalb, weil das jeweils die gleiche kumulative Verteilungsfunktion Psi ist, nämlich die mit der T-Verteilung mit Freiheitsgradparameter n minus 1. Dann kriege ich also 2 mal 1 minus alpha halbe. Und das 1 minus 1 hebt sich hier in der Klammer auf. Das ist eine Minusklammer, das heißt, aus dem Minus wird ein Plus und dann steht hier 2 mal Alpha halbe und 2 mal Alpha halbe ist Alpha. Das heißt, wir haben diese Bedingung sichergestellt. Ja? Q Phi von μ0 ist gleich Alpha 0. Das heißt, es gilt, Q Phi von μ0 ist kleiner gleich Alpha 0. Und damit ist bewiesen, dass es sich hier um einen Level-Alpha-0-Test handelt. Und auf diese Weise können wir eben Testumfangskontrolle durchführen und sicherstellen, dass die Falsch-Positiv-Rate unseres Tests einen bestimmten festgelegten Wert annimmt. Okay, wie ist jetzt das praktische Vorgehen bei so einem Einstichproben-T-Test? Man erhebt also einen Datensatz. Ein Datensatz besteht dabei aus jeweils einem Datenpunkt für eine Gruppe von n Beobachtungen und man nimmt an, dass diese Datensatz der Verteilung folgen, wie sie im Einstichproben-T-Testmodell angenommen ist. Man legt dann einen Wert μ0 fest und möchte entscheiden, ob eher die Nullhypothese μ gleich μ0
oder eher die Alternativhypothese μ ungleich μ0 zutrifft. Dafür wählt man ein Signifikanzniveau Alpha 0, aus dem errechnet man dann einen kritischen Wert K Alpha 0 gemäß der Formel, die wir hier gerade eben als richtig bewiesen haben. Und dann geht man wieder zurück zu dem tatsächlich erhobenen Datensatz und berechnet aus dem Stichprobenumfang, dem Nullparameter μ0, dem Stichprobenmittel y quer und der Stichprobenstandardabweichung eine Realisierung der Teststatistik. Klein t. Wenn dieses klein t größer gleich k alpha 0 ist oder kleiner gleich minus k alpha 0, dann lehnt man die Nullhypothese ab, andernfalls lehnt man die Nullhypothese nicht ab. Diese ganze Theorie, die wir jetzt hier hergeleitet haben, garantiert dann, dass man in höchstens Alpha 0% Fällen die Nullhypothese fälschlicherweise ablehnt. Das heißt, wenn unser Alpha 0 als 0,05 festgelegt ist, dann werden wir also auf lange Sicht eine Falsch-Positivrate von 5% erhalten. Okay, jetzt noch zur Bestimmung des p-Werts. Per Definition ist der p-Wert das kleinste Signifikanzlevel Alpha 0, bei welchem man die Nullhypothese noch ablehnen würde, gegeben den tatsächlich beobachteten Wert der t-Statistik, also die Realisierung der t-Statistik klein t. Das heißt, wir können hier groß t gleich klein t setzen und dann gilt, wie auf der nächsten Folie gezeigt wird, dass das Alpha 0 größer gleich zweimal die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Teststatistik unter der Nullhypothese größer gleich der absolute Betrag von klein t ist. Das kleinste Alpha 0, was diese Ungleichung erfüllt, ist natürlich Alpha 0 gleich zweimal diese Wahrscheinlichkeit. Das heißt, der p-Wert ist dann zweimal die Wahrscheinlichkeit, dass die Teststatistik größer gleich Betrag von t ist. Und hier kann man jetzt wiederum die kumulative Verteilungsfunktion der t-Verteilung einsetzen und dann ergibt sich der p-Wert als 2 mal 1 minus psi von Betrag t. Hier ist es, können wir jetzt einmal festhalten, dass im Gegensatz zum z-Test, also bei bekannter Varianz, den Sie, glaube ich, im Wintersemester kennengelernt haben, bei dem t-Test der p-Wert auch von der Stichprobengröße abhängt. Ja, weil das n-1 hier in die kumulative Verteilungsfunktion eingeht. Das heißt also, man kann aus dem Wert der t-Statistik allein nicht ablesen, ob der p-Wert kleiner als 0,05 ist. Also beispielsweise gilt bei einem t-Wert von 2, dass der p-Wert 0,076 ist, wenn man 10 Datenpunkte hat und dass der p-Wert 0,048 ist, wenn man 100 Datenpunkte hat. Das ergibt sich aus dieser Formel, die hier in Gleichung 30 steht. Okay, das ist der Beweis, von dem ich eben gerade gesprochen habe. Den gehen wir jetzt nicht im Detail durch, weil es nicht besonders interessant und ist auch ähnlich zu dem, was wir schon gemacht haben. Okay, jetzt wollen wir die gesamte Modellevaluation nochmal anhand unseres Beispieldatensatzes nachvollziehen. Das heißt, wir werden jetzt alles durchgehen, was zu diesem Hypothesentest gehört. Wir lesen hier zunächst mal die Daten ein, formulieren unser Modell und berechnen die Parameter. Das hat sich im Vergleich zu zuvor nicht verändert. Hier ist jetzt noch ein Abschnitt, in dem ein Konfidenzintervall für den wahren, aber unbekannten Wert von μ berechnet wird. Das haben wir nicht thematisiert an der Stelle, aber die Formel ist exakt identisch zu der Formel für Konfidenzintervalle, die wir in Einheit 7 T-Statistiken kennengelernt haben. Also das ist das Theorem für, zu Konfidenzintervallen für Komponenten des Beta-Parameterschätzers. Okay, und der letzte Abschnitt hier unten ist jetzt unser Hypothesentest. Also unser Kontrastgewichtsvektor ist 1 und wir legen unseren μ0 als 0 fest. Das ist der Wert, gegen den wir testen. Unser Signifikanzlevel ist 0,05. Daraus ergibt sich der kritische Wert. Wir berechnen die Realisierung der T-Statistik. Und wenn die T-Statistik den kritischen Wert überschreitet, lehnen wir die Nullhypothese ab, nimmt also der Test den Wert 1 an. Gut, hier unten sind jetzt einmal die Ergebnisse aufgelistet. Wir sehen, dass bei einem K
kritischen Wert von 2,02 und einem T-Wert von 5,64 die Nullhypothese abgelehnt wird, Phi ist gleich 1, und der P-Wert ergibt sich zu 1,66 mal 10 hoch minus 6. Wir können natürlich denselben Test auch mit den Funktionen durchführen, die in R eingebaut sind. Für den Einstichproben-T-Test ist das die Funktion T.Test. Und das funktioniert also so, dass man einfach den Datenvektor dort eingibt und dann noch ein paar Einstellungen festlegt. Zum Beispiel, dass wir einen zweiseitigen Test durchführen wollen. Und dann bekommt man so eine sehr informative Ausgabe von R. Und wir sehen hier ganz unten, dass der P-Wert mit dem übereinstimmt, den wir errechnet haben, nämlich 1,66 mal 10 hoch minus 6. Gut, jetzt kommen wir abschließend noch zur Analyse der Powerfunktion. Kurz zur Erinnerung, die Powerfunktion ist diejenige Funktion, die die Wahrscheinlichkeit angibt, die Nullhypothese abzulehnen, wenn sie tatsächlich falsch ist. Ja? Also das ist vereinfacht gesprochen die Funktion, die die Wahrscheinlichkeit angibt, mit der wir einen Effekt detektieren, sofern der Effekt tatsächlich da ist. Und dafür müssen wir natürlich die Testgütefunktion betrachten, denn die Testgütefunktion gibt uns ja die Wahrscheinlichkeit an, dass der Test den Wert 1 annimmt. Gut, die Testgütefunktion hängt hier von mehreren Dingen ab. Also die Testgütefunktion hängt vom kritischen Wert ab, von dem wahren, aber unbekannten Wert von Delta, das ist quasi die Effektstärke, die dem Ganzen zugrunde liegt, und dem Stichprobenumfang durch n minus 1. So. Wenn wir jetzt unser Alpha 0, unser Signifikanzlevel festlegen, dann wird dadurch auch k Alpha 0 festgelegt. Das heißt, die Powerfunktion ergibt sich dann als eine bivariate reellwertige Funktion, also als eine Funktion von Delta und n. Ich schreibe das hier zur Klarstellung nochmal an. Pi, das ist jetzt also nicht die Kreiszahl Pi, sondern hier wird einfach der griechische Buchstabe Pi verwendet, um die Powerfunktion zu bezeichnen, ist eine Funktion, die von Delta und n auf den Wert Pi Delta n abbildet. Und der Wert Pi Delta n ist gegeben durch, was haben wir da, 1 minus k Alpha 0 minus k Alpha 0 Delta n minus 1 und plus c minus k Alpha 0 Delta n minus 1. So, in dieser Gleichung sind jetzt repräsentieren die Variablen folgende Dinge. K Alpha 0 steht für das Signifikanzniveau, das wir festgelegt haben, weil sich dieser kritische Wert ja aus dem Alpha 0 ergibt, das wir festgelegt haben. Delta ist die wahre, aber unbekannte Effektstärke, die resultiert aus dem wahren Erwartungswert, der wahren Varianz Sigma Quadrat und unserem Stichprobenumfang. Und das n ist hier der Stichprobenumfang. Das heißt, wir sehen, dass alle diese Dinge für die Power des Tests eine Rolle spielen. Welchen kritischen Wert wählen wir? Wie groß ist der Effekt, wie groß ist der tatsächlich vorhandene Effekt in der Realität? Und wie groß ist unsere Stichprobe? Das können wir auch einmal visualisieren. Das sieht dann so aus. Das ist also jetzt hier einmal die Powerfunktion für das Signifikanzlevel 0,05 und einmal für 0,01. Wir sehen, dass die Powerfunktion hier minimal ist an einer Gerade, die dem Wert Delta gleich 0 entspricht. Das ist plausibel, weil Delta gleich 0 entspricht der Nullhypothese und je näher wir der Nullhypothese kommen, desto geringer ist die Power des Tests, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Nullhypothese ablehnen können. Und dann ist die Powerfunktion weiterhin abhängig von n.
der Stichprobengröße. Das ist hier die Achse, die so in das Bild hinein verläuft, gewissermaßen. Wir sehen, dass die Powerfunktion größer wird für größeres n. Und dann ist es so, dass die Powerfunktion also ansteigt für größere Absolutwerte von Delta in Richtung und in Richtung 1 tendiert. Hier haben wir das Ganze nochmal für 0,01 und wir sehen, dass bei einem kleineren Signifikanzlevel, also einem größeren kritischen Wert, dieser Anstieg in Richtung 1 langsamer verläuft. Das Ganze können wir auch nochmal zeigen, wenn wir hier Schnitte durch die Powerfunktion machen. Hier haben wir jetzt in den oberen beiden Panels Alpha gleich 0,05, unten Alpha gleich 0,01. Und auf der linken Seite haben wir die Powerfunktion als Funktion von Delta bei festgelegtem n. Und auf der rechten Seite haben wir die Powerfunktion als Funktion von n für festgelegtes Delta. So. Was sehen wir? Wir sehen, die Powerfunktion steigt an mit größeren Werten für n. Das heißt also, ein größerer Stichprobenumfang ist besser als ein kleinerer Stichprobenumfang. Das gilt sowieso immer. Allerdings wird hier nicht berücksichtigt, was es uns kostet, die Stichprobe zu erhöhen. Ja? Also man kann natürlich jetzt nicht zu einem Bachelorstudenten oder einer Bachelorstudentin hingeben, die ihre Abschlussarbeit schreiben und sagen, mach mal statt n gleich 20, n gleich 200. Das werden einfach durch die Realität Constraints auferlegt, die natürlich hier nicht berücksichtigt werden. Des Weiteren hängt die Powerfunktion von diesem wahren, aber unbekannten Wert Delta ab. Und das führt uns in ein Dilemma, weil wir diesen Wert Delta ja nicht tatsächlich gar nicht kennen. Ja? Wir können also uns auf die Literatur beziehen oder jemanden fragen, der vorher schon mal diese Experimente durchgeführt hat und daraus einen Delta schätzen. Das reale Delta kennt man aber nicht. Und wenn man es kennen würde, dann würde man den Test gar nicht durchführen, weil dann wüsste man ja bereits, wie groß die wahre, aber unbekannte Effektstärke ist. Und als Kompromiss daraus wird eben in der Regel folgendes Vorgehen vorgeschlagen. Man wählt ein Signifikanzlevel Alpha, was man also für den Test verwenden möchte. Und man wählt eine Mindesteffektstärke, die wird hier Delta Stern genannt, die man dann mindestens mit der Power gleich B detektieren möchte. B ist also die Power, die man mindestens erreichen möchte mit seinem Experiment. Und da wird üblicherweise ein Wert von 0,8, also 80% empfohlen. Eine 80%ige Wahrscheinlichkeit, dass man die Nullhypothese ablehnt, für den Fall, dass der Effekt tatsächlich vorliegt. So, daraus ergibt sich dann eine Powerfunktion als Funktion von n. Und dann schaut man hier auf der y-Achse, wo ist der Wert b, und schaut, an welcher Stelle die Powerfunktion diesen Wert annimmt und liest entsprechend den optimalen Stichprobenumfang auf der x-Achse ab. So, das wäre also das empfohlene Vorgehen für Poweranalysen. Gibt es dazu Fragen? Ja? Ist das das, was man dann als Post-Hoc-Power bezeichnet? Die Post-Hoc-Power ist der Wert von Pi, wenn man also hier für Delta die Werte y quer und sy quadrat einsetzt. Wenn man also die Parameterschätzer des Modells aus den eigenen Daten nimmt und benutzt, um das wahre, aber unbekannte Delta zu schätzen und dann mit diesem Delta die Power berechnet. Das heißt also, man tut so, als würden die geschätzten Werte der Modellparameter den wahren, aber unbekannten Werten entsprechen und berechnet unter dieser Annahme die Power. Das würde als Post-Hoc-Power bezeichnet, weil man das ja erst tun kann, nachdem man schon das Experiment durchgeführt hat und alle Parameter geschätzt hat. Post-Hoc-Power ist nicht besonders aussagekräftig, weil man damit ja nicht sagen kann, mein Experiment wird diese Power haben, sondern wenn die geschätzten Parameter den wahren, aber unbekannten Parametern entsprechen, dann hätte mein Experiment diese Power gehabt. Ja? Also man kann das allenfalls benutzen, um vielleicht Poweranalysen für zukünftige Experimente zu motivieren. Okay. Gibt es weitere Fragen?
Dann würden wir jetzt mal eine etwas längere Pause machen, 10 Minuten oder so, und dann machen wir noch den zweiten Teil zu zwei Stichproben-T-Tests.